Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Path. Na, endgeil, Alter. Endgeil ist auch, dass wir immer noch oder schon wieder in der Bibliothek sind. Und für den, der richtig schnell guckt, der sieht auch, dass hier unten so ein wirbelnder Ring ist. Warum ist denn der da? Das spreche ich gleich an, sobald wir hier kurz den Bildschirm befreit haben. Denn ich würde mich gerne hier mit Olle Siosa ganz in Ruhe unterhalten können, ohne dass uns irgendjemand auf den Sack geht. Aber das sieht soweit ganz gut aus hier. Gucken wir noch kurz hier runter. Ja, nee, doch. Da ist alles ruhig. Sehr gut. Dann kann ich nämlich übelst in Ruhe hier spannende Folge. Path of Endgeil. Ich habe nämlich ein bisschen was gemacht. Ich war nicht untätig. Ihr seht erstmal, wir haben einen Haufen Gem. Was soll ich dazu sagen, Alter? Die meisten davon, und das seht ihr, die sind einzeln, die sind nur zum Aufstufen schon mal drin. Was habe ich geändert? Wir haben unseren Hauptskill Zweifachschlag. Der wird unterstützt durch Nahkampf-Streuschaden und Unbarmherzigkeit zurzeit. Ansonsten haben wir hier drin Gegenschlag und Nahkampf-Streuschaden als Unterstützung für den Gegenschlag. Ja? Gegenschlag ist quasi, wenn wir blocken, hauen wir zu. Ne? Und das mit Streuschaden. Dann haben wir hier Vergeltung noch drin. Chance auf einen schnellen Gegenangriff auf alle Gegner um euch herum, wenn ihr getroffen werdet. Das heißt, die Chance, 30%ige Chance hier, wir werden getroffen, alle um uns herum werden getroffen. Das auch einzeln drin zurzeit. Ansonsten haben wir jetzt hier Blutrausch. Ja? Und dafür noch Verwundbarkeit. Die sind beide einfach so da drinne, die bewirken nichts gegenseitig, aber die sind halt beide da drinne. Was es damit auf sich hat, ist ganz simpel. Bei Blutrausch ist es so, also ich lese einfach vor. Fügt eine Stärkung hinzu, die physischen Schaden über Zeit verursacht und Angriffsgeschwindigkeit und Lebensraub erhöht. Wird ein Gegner innerhalb der Stärkungsdauer getötet, wird diese verlängert und der Charakter kann eine zusätzliche Rasereiladung erhalten. Bedeutet im Klartext, Basisdauer beträgt 8 Sekunden, 8% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, 1,2% des physischen Schadens von Angriffen werden als Leben geraubt, ihr erleidet 4% eures maximalen Lebens pro Sekunde als physischen Schaden, wir kriegen also auch ein bisschen was rein, ihr erleidet 4% eures maximalen Energieschilds pro Sekunde als physischen Schaden, das heißt wir sollten gucken, dass wir quasi kein Energieschild haben. Und 25%ige Chance bei Tötung eine Rasereiladung zu erhalten. Das alles später noch wichtig. Verwundbarkeit kennen wir, das ist der Fluch, den wir haben, dass die halt alle ja, verwundbarer sind. Ansonsten haben wir noch unseren Schlachtruf drinne. Und hier unterstützt physischer Nahkampfschaden. Das ist einfach bloß, dass Nahkampfangriffsfertigkeiten mehr Schaden machen. Der, ja, den können wir zurzeit nirgends mit reinmachen. Außer hier bei Unbarmherzigkeit, den könnten wir vielleicht tauschen, das weiß ich noch nicht. Ansonsten haben wir hier auch noch zwei Unterstützungsgemmen drin, die nur darauf warten, ordentlich eingeordnet zu werden. Einmal schnellere Angriffe, hier in dem Fall 29% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Und Chance auf Bluten und hier unten haben wir noch Hast. Hast ist unsere momentane Aura, die werden wir später nicht mehr nutzen, aber hier sind wir quasi 10% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, 5% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, 10% erhöhte Zaubergeschwindigkeit. Zu guter Letzt habe ich hier noch Verstümmeln drin, auch zum Aufleveln, nur damit ihr auf den neuesten Stand seid. Ja? Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, einfach Bescheid sagen. Das ist hier quasi der Ticker und ihr seht sofort, unsere Lebenspunkte gehen runter. Ne, also das Teil sollten wir tatsächlich nur aktivieren, und da gehen sie wieder hoch, wenn wir auch Gegner um uns rum haben. Ne, und dadurch, dass wir 25 Energieschild haben, haben wir gehört 4% davon zusätzlich auch noch, dass wir Leben verlieren. Und Hast ist einfach bloß, dass wir ein bisschen schneller sind, 10%, das wirkt sich quasi nicht aus. Jo. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr unseren komischen Waffenwirbel, mit dem wir nach vorne schießen und sonst was. Aber das ist auch gar nicht so schlimm.
Paarung des Schicksals sucht nach den 4 vergoldeten Seiten. Das gehen wir jetzt an. Ich begrüße alle, die hier im Livestream sind. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs, diese kleine Erklärung hat's euch erklärt. Wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen sind, einfach fragen. Sinn ist es halt, dass wir jetzt hier durchmähen können, ohne Ende. Aber wie gesagt, wir verlieren natürlich die ganze Zeit Leben, wenn jetzt keine Gegner hier sind. Leiche nahe des Zielorts explodieren. Das ist ein Wirkungsbereich-Zauber. Okay. So weit, so gut, das verstehe ich. So. Und ich würde jetzt gerne wissen, wo die goldenen Seiten sind. Die gelben Seiten kenne ich. Ganz schön was ausgehalten. Und ihr seht, ne, durch unsere Aura übrigens ist hier 50% unserer zum Hochstufen. Das können wir aber nicht. 50% unseres Manas wird zurückgehalten, dafür, dass wir quasi diese Aura aktiv haben. Das Teil will nicht auslösen. Schrein der Erneuerung. Die goldenen Seiten sind die Sonderedition, erhältlich alle 100 Jahre. Na komm schon. Survivor, you are well prepared for the end. This is a fine capture. Alter, ich habe die ganze Zeit vergessen, dass ich ausgeblendet hatte, dass hier die ganzen Teile liegen. So, unser nächster Fertigkeitspunkt, der wird sofort vergeben. Übrigens das hier, aber das spreche ich noch an. Jetzt lass mal gucken. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ein Punkt auf Stärke, ganz schnöde, ganz unspektakulär. Einfach ein Punkt auf Stärke gemacht. So. Idefix nehmen wir natürlich mit. I can't do this just yet. Der Traumaturg der Königin. Ah, cool. Wer? Der ein oder andere wird sich vielleicht denken, okay, aber so ganz haut das noch nicht hin mit den ganzen Gemmen. Ihr müsst dran denken, dass die natürlich jetzt alle irgendwie erstmal Stufe 1 sind, weil ich die erst, ja, in der, zwischen den Streams mir quasi zugelegt habe, um schon mal ein bisschen vorzubereiten. Es ist auch immer noch nicht komplett das, wie es sein soll. Ich bin auch noch kontinuierlich am ein bisschen rumexperimentieren mit dem Bild. Was wir da alles vielleicht noch so reinbauen können. Vor allen Dingen mit den Gemmen. Da ist noch viel, viel Luft. Aber ihr seht, I believe in traveling light. Richtig angewandt, Alter, mäht das einiges weg. Ich weiß, jetzt dreht einer gleich wieder richtig an der Uhr, Alter, weil ich ein Portal nutze. Aber ich habe jetzt keinen Bock, bis zu einer hinzulatschen.
You're right. Das könnte was sein. 270 Leben. Besser als das hier. Ah. Ich wollte schon wieder was anlegen, das geht ja natürlich nicht. Zweihand, Einhandschwert. 20 bis 38. Fucking hell. 13 bis 19. Nein, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Verbessert einen normalen Gegenstand zu einer zufälligen Seltenheit. Kann man da auch ein Unique bekommen? Ich glaube, die Frage habe ich schon mal gestellt, ne? So. Zack, 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 zack. Dann zu unseren Gems rüber. Hier unten übrigens Lebenserhalt bei Treffer auch drin. Dafür hatte ich jetzt keinen Platz mehr. Oh, Schlachtruf können wir jetzt auch aufstufen. Wahrscheinlich, weil wir einen Punkt auf Stärke gemacht haben. Wenn ich wüsste, wo es ist, dann könnten wir jetzt gucken. Ja, Stärke 83. Ja, das kann es ja nicht sein. Ah, egal. So, hier hinten, der Typ hat auch noch was zu erzählen. The Gemling Queen, she's impossible. How did she survive? Why is she not one of the undying? No, no, these questions can wait. There's a more pressing one. Is she safe from the Ebony Legion? You've been busy. With the spool back where it belongs, the ribbons should be able to keep the Ebony Legion at bay. We've both seen what they can do to a man. Whether you were saving your own skin or thinking of others, it matters little to me. You succeeded where I did not. You have stood in the presence of the Gemling Queen. I can only hope to meet her in my nightmares. Piety's a genius, sculpting mere human clay into divine gemlings. At least, that's what she told me when she opened me up and buried a virtue gem in my entrails. Malachi did the same in the name of the Emperor centuries ago. Chittis's gemlings still rule, San. We call them the Undying now. Alles klar. Goodbye, Exile. Goodbye. So, wir gehen durchs Portal zurück. Es gibt übrigens eine Ultra oder die einzige Gemme, die rare ist. Und zwar heißt die Portal. Und mit der kannst du quasi kostenlos ein Portal in die Stadt des Gebiets machen. Das finde ich krass, Alter. Unser Ziel also, diese Gemme finden. Das wäre schon cool. Ich frage mich gerade, dieser Siosa, der hat doch gesagt, Alter, dass die vier goldenen Seiten sollen noch hier direkt gewesen sein bei ihm, oder nicht? Er hat doch gesagt, hinter den Blabla ist eine Tür versteckt. Der schwärzeste Affe. Hat er uns belogen?
Die Rüsse bittet euch, ihnen die 4 goldenen Seiten zu bringen, die im Archiv verteilt sind. Hm. Keine Ahnung, wo jetzt Typen alle herkommen hier. Aber soll mir recht sein. Milch macht müde Männer munter, aber Vorsicht, nur in Maßen genießen. Logisch. Denn Milch ist Gift. Ich find's übrigens, und da ist mir egal, ob ich natürlich zu dem ganzen Thema eigentlich gar nichts zu melden habe. Aber ich finde dieses ganze Rumgehate jetzt, weil er da ein Video gemacht hat, Alter. Milch ist Gift finde ich auch ein bisschen daneben, aber ist so typisch Internet halt. Survivor, you are well prepared for the end. This is a fine capture. So, das riesige Lebensfläschchen. Siehst du mal. Ich habe auf die 1 gehämmert wegen Leben, aber da konnte gar nichts passieren. Der Hitze. Tja, nice, Alter. Dann hat sich das direkt erledigt mit dem hier. Und das ist auch gleich das nächste gelbe Vieh. Ich wollte gerade sagen, den fange ich jetzt aber nicht nochmal. Und Olle Katharina ist jetzt auch hier im Verlies. Sagt er und hatte keine Ahnung, wer Katharina ist. Aber muss ja irgendeine extrem wichtige Wichtigkeit sein. Da haben wir ein elegantes Schwert. 24 bis 39 Schaden. Der Joke ist richtig alt, den lese ich auch nicht vor, Alter. Als Strafe lese ich den nicht vor. So, diesmal ist einer natürlich hier in der Nähe. Dann heißt Menagerie besuchen. Zack. Und dann hier verkaufen. See you. Mal sehen, was sie für einen Auftrag für uns hat. Come to me, exile. Let us speak of death and desire. Okay. The art of death is by far the most. Das kennen wir ja alle schon. My sculpture complains. Töte 2 verderbte Monster, das kriegen wir hin. Übrigens, dass wir hier gestunt sind oder öfter mal gestunt werden, das ist nur momentan ein Problem. Später nicht mehr. Und dann ergibt das vielleicht sogar für die Skeptiker dessen, dass ich ja hier Evasion quasi ausgeschaltet habe und alles nur noch über Rüstung läuft, beziehungsweise das Evasion, die Evasion Rating natürlich auf Rüstung an. Helft mir mal den Satz ordentlich zu beenden. Angerechnet wird, das war das, was ich sagen wollte. Holy shit. I believe in traveling light. Einer. Greetings, Survivor. Denn dadurch können wir uns nämlich einen Skill holen, ohne dass er, also einer dieser passiven Teile, die immer was Positives und was Negatives haben. Aber das Negative ist für uns völlig scheißegal,
da wir es komplett ausgeschaltet haben. Dämmerklinge, Alter, Einhand. Ein Dreilink. 19 bis 54. Ich dachte gerade, das wäre ein Vorlink. Scheiße. Was haben wir denn für geilen Scheiß jetzt gerade bekommen, Alter? Das Problem ist immer noch, ich würde die Schuhe so gern tauschen. Aber ich weiß nicht, wo ich unseren Zweifachschlag reinmachen soll. Ich meine, klar, den können wir hier reinmachen. Zur Not. Jetzt muss ich aber gucken hier. Ja, egal wie wir es drehen und wenden. Die könnten was sein. Die sind was. Rüstung 1923. Gibt es eigentlich eine Chance zu blocken? 24%. Wie kann man die erhöhen? Vielleicht doch den Helm nehmen mit zwei Doppellinks. Ja, zumindest könnten wir dann, ja, aber der Helm ist nicht besser als unser Helm. Das ist es. Der hat zwar zwei Doppellinks drin, aber der ist nicht besser als unser. Macht's mir doch nicht so schwer jetzt hier. Puh. Also Schwert kann weg. Die Schuhe, ich weiß immer noch nicht, wo ich die rote Gemme unterbringen soll. Den Helm würde ich gerne nehmen, aber der. Da verlieren wir 23 Rüstung. Handschuhe, okay, damit kann ich leben. Ich meine, klar, die haben natürlich nicht diese ganzen geilen Werte, Alter, wie irgendwie auf Geschick und auf Stärke und sonst was. Wahrscheinlich sowieso ganz dumme Idee, was wir hier alles verkaufen. Hello. Aber wir haben ja öfters dumme Ideen. Von daher, lass uns heute doch einfach mal ein bisschen dumm sein. Hi. So, da hinten habe ich gerade gesehen, hier sind die komischen... Nice.
Jo, ein Pissnelken. Haben gedacht, Alter, die kriegen mich klein, aber mich kriegt man nicht klein. Nein. Den willst du nicht so schnell. Gut, gehen wir zurück zu Katharina. Bring ihr die Scheiße. Zwei will sie nur haben, wir bringen vier. Kriegen wir eine Doppelaxt. Death appears to like you, Breather. And if death likes you, I like you too. Our place in the darkness becomes more secure with every pound of flesh we procure, every juicy infusion my masterpiece receives. Yet I believe it is time that we doubled our efforts. Unlike oblivious life that struggles pointlessly on, the darkness is closing with purpose. Die ist jetzt auch Stufe 3, das heißt, die hat auch ein Hideout für uns. Schauen wir uns mal an, was die so hat. Übrigens alle an die hier, nee, an, übrigens an alle, die hier zuschauen, kommt doch ruhig in den Chat, traut euch. Also ich frage mich immer noch, wo hier die vier goldenen Seiten sein sollen. My knowledge is your knowledge. Mann, das ist hier. Leute. Loser Kerzenhalter. Ach, guck mal an. Da ist das Archiv. Und eine rote Bestie. Scheiße. Der hat uns die Skills wieder umgelagert hier. Deswegen hatten wir auch so wenig Schaden gemacht, Alter. Dass wir die Skelette überhaupt tot bekommen haben, ist ja ein Wunder. Das ist ein Wunder. Okay, Seite 1 haben wir. Oh ne, das ist so ein Squid, Alter. Haben wir gefangen oder nicht? Wahrscheinlich ist er entkommen, ne? Komm schon. Ist wieder entkommen.
Holy smackaroni, Alter. Great job, Exile. I now will take the captured beast to the menagerie. Das ist der kleine Nachteil, wenn man die Ausrüstung tauscht und viele Gemmen hat. Ja, man muss immer wieder drauf achten und ich vergesse das halt immer wieder. Und ich sag's aber auch so oft. I believe in traveling light. Dass man guckt, ob auch die ganzen Skills wieder drin sind. Ich überlege, ob ich dich trigger. Und jetzt neben einer eine Portalrolle nutze. Würde dir das gefallen? Mach doch, was du willst. Ich konnte dich nie leiden. So? Aber wir müssen wirklich mal bald in die Stadt. Weil mittlerweile nimmt allein schon die Währung. Ich dachte gerade, ich habe das gar nicht verkauft. Mittlerweile nimmt allein schon die Währung total viel Platz weg. Und wir müssen auch nicht immer alles mitnehmen. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, gut, wir haben genug Währung. Best prepare, Survivor. Und ihr hattet ja auch schon mal gesagt, auf Dauer bringt's natürlich nix, immer alles Blaue mitzunehmen. Das ist nur der Hoarder in mir, der natürlich am liebsten alles mitnehmen würde. Übrigens, mit den Leben sind wir über 1000. Nice. Wir müssen nur gucken, dass wir irgendwie das Energieschild auf Null fahren. +37. Und dann so eine Billo. Dann so eine Billo-Scheiße da noch drauf. Hier 2-3 Kälteschaden. Was soll denn das, Mann? Damit wische ich mir den Arsch ab. In der Pause, wenn ihr Interesse habt, können wir ja mal den Bild, den ich hier baue, durchgehen. Aber wirklich nur, wenn ihr Interesse habt. Ansonsten seht ihr das ja hier von Folge zu Folge, was hier passiert. Was für Änderungen reinkommen und.
Hat es nicht mal ein... Weg damit. Oh. Kolossales Lebensfläschchen. Leute, erinnert mich bloß daran, dass wir das nicht verkaufen. Damit haben wir ja was vor, falls ihr das noch wisst. Wie viele Seiten suchen wir noch? Zwei. Eine haben wir da gerade. Also haben wir nicht hier gerade, sondern ist gerade da aufgeploppt. Leviosa. Ich find's krass, hier ist ja auch so eine, ja, wie eine Musik im Hintergrund. Mehr so ein Ambient-Sound. Der hat so ein leichtes Dröhnen, falls ihr das hört. Ich dachte jetzt, es wäre hier in meiner Wohnung irgendwas. Aber es ist tatsächlich die Mucke hier. Mucke ist auch so ein Begriff, den keiner mehr nutzt. Haben sie ja zu unserer Zeit eigentlich schon nicht mehr genutzt. Mit unserer Zeit meine ich natürlich meine Zeit. Ne, meine Generation, die beste Generation. Die Generation, wo damals alle gesagt haben, das ist die Null-Bock-Generation. Und dann kam die heutige Generation und dann haben sie gesagt, yo, eure Generation war wohl doch nicht Null-Bock. Ich meine, klar, man darf nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn ich mir heutige Jugendliche so angucke, da kriegt man schon den Eindruck, so, dass man niemals Rente erhalten wird. Ganz schön viele Tresore und so, ne? Holy fuck. Und da haben wir auch schon das letzte. Nice, Alter. Und damit haben wir auch komplett alles abgefrühstückt hier. Der Mantauran, unser heutiger Chat-Warrior. Ganz allein auf weiter Flur. Ah, es ändert bestimmt noch. Genauso wie sich auch die deutsche Sprache bei mir bestimmt heute hoffentlich noch ändern wird. Ansonsten lasse ich mich einweisen. In eine Deutschschule. Für Doofe. By the ancestors. It's good to see fresh words in front of me. Now, my translation skills are not what Isseus were. I can achieve a meager paraphrase at best. But a little knowledge is better than none, is it not? Let us begin. This tapestry of truth is a threadbare cloth indeed.
But at least you have allowed me to begin the first few stitches in its restoration, and to settle the memory of a dear friend. In return, allow me to give you this. A little practical wisdom to improve your lot. Lebensraub. Unterstützt Fertigkeiten bei Treffer. Verursachen. Diese Treffer rauben Leben, basierend auf ihrem verursachten Schaden. 2% des Schadens von unterstützten Fähigkeiten werden als Leben geraubt. 2%. Stärken. Unterstützte Nahkampfangriffe, die nicht ausgelöst werden. Moment. Unterstützte Fertigkeiten gewähren bei... werden bei Nahkampftreffern verstärken. Also wie unser Gegenschlag? Check ich nicht ganz. Blutmagie ist geil. Hypothermie. Unterstützt Fertigkeiten haben 10% Chance, unterkühlte Gegner einzufrieren. Blutmagie ist quasi, dass das kein Mana kostet, sondern Lebenspunkte. Verstärken. Verstärken klingt halt total interessant. My word. Valis contextualized syntax is a slippery eel indeed. Let me see if I can grab it by the gills. They carried their virtue gems to Duryani's bed. No, that's not quite right. Ah, yes. Duryani's cradle. The historian finishes that it was a price they needed to pay to ensure a Valish future. Cradle of Virtue Gems? What sort of Valish future did Duryani hope to ensure? I suppose every civilization has its Duryani, its Malakai, men of divine talent and demented ambition. Without them, history would be a far less interesting place. Moment, wir können bei dem Gegenstände kaufen. Boah, das fällt mir direkt ins Auge, Alter. Mana-Reduktion. Ich frag mich, ob der... Ach du Scheiße! Komm schon. Ich suche die Unterstützungsgemme, die quasi wirkt, sobald was in unseren Radius kommt. Ich weiß, die ist blau. Ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Das ist das Problem. Ich weiß auch nicht, wie sie aussieht. Komm schon. Oh, es gibt einen mit erhöhten kritischen Trefferschaden. Schnelleres Zaubern. Physisch zu Blitz, singender Strahl, entkräften, ist alles toll. Gegenstandsseltenheit. Aufladen,
Durchdringender Blitz. Blasphemie. Unterstützt Fluchfertigkeiten und wandelt diese in eine Aura um, die ihren Effekt auf Gegner im Spielerumkreis anwendet. Die ist es. Die können wir zwar nicht nutzen wegen dem Intelligentwert. Intelligentwert. Alter, aber jetzt wissen wir, wo wir unseren ganzen Shit herbekommen. Das ist gut zu wissen, Alter. Aber jetzt will ich die Übersetzung der Seite 2. Splendid. Let's see what this page has to offer us. It talks of Queen Atsiri. Now, here's a portentous line. She drenches her altars with the blood of those deranged enough to question her vision. The next piece is a real eye-crosser, but I believe it refers to a communion. Something to do with the harvest moon? Again, Doriani seems at the heart of it. Good. This line I can read without issue. This will be our final night of fear, our final night of suffering. Sacrifice, communion, the harvest moon. An unsettling combination. Ich würde sagen, Alter, wir hören uns das hier komplett an mit den 4 Seiten. Ich finde das interessant, Alter. Wenn das alles da niedergeschrieben steht. Ist das eine Prophezeiung? Wer ist denn Königin Atsiri? Malakai would never have risen so far without the patronage of an emperor like Chittis. It would appear that Doriani and Queen Atsiri shared a similar relationship. It was said of the beautiful Atsiri that she wished to see her likeness reflected in the still waters of history. Chittis was no less self-impressed. Of all the sins, vanity is the most hideous. Oh my! This first line is frighteningly clear. Our queen is dead. Doriani is dead. So many have fallen, so many have changed. The latter text is almost indecipherable. It practically hums with agitation. Let me see. I can make out the words sleep, nightmare, and the beast. Whatever that may be, our historian finishes with, we have succeeded where our forebears did not. We have failed ourselves. I need not imagine the fall of the Vaal. I saw the nightmare with my own eyes. Okay. San fell in the course of an hour, no more. A tempest raged down from the mountains and engulfed the city, throwing it into midday darkness. I saw madness in my colleagues' eyes, watched as the most rational men in the Empire jabbered and slavered and slaughtered each other. I witnessed Trinian, our gemling intellectus prime, engulfed by the radiance of his flaming cranial gem, and wither like a grape in the sun into a thing of desiccation and famishment. I've seen mountains spew fire in Ngā Maka Nui. I've seen waves as tall as trees and winds that leveled warriors and walls alike. Nature is what nature is. There was nothing natural about the cataclysm. Strange. I was put in charge of dating the most antiquated of texts. This parchment, it's a remarkable copy, but it's no original. Much younger. Oh my. Listen to this.
My dearest Issius, I have been enlightened beyond expectation. Your work in translating these artifacts is worthy of the highest recompense, and thus I am delighted to offer you a position in my personal laboratory. Please do not give your escorts any consternation. I would be most pained to see such a precious asset damaged in any way. I very much look forward to working with you. Issius Perandus, your friend and admirer, Malachi. Poor, poor Issius. Wherever you went, my pity goes with you. Shit, Malachi, Alter. Ich sag's euch, ist das das oberste Übel hier, Alter? How Malachi survived the Purity Rebellion, I don't know. He was at Emperor Vol's side before Chittis' corpse was even cold. I suppose Vol found him as difficult to refuse as Issius did. Fortune favor you. Yes, yes, yo. Krasse Scheiße. Können wir nicht einmal was bekommen, was einfach direkt krasser ist als das, was wir haben? Dieses Verstärken checke ich immer noch nicht. Die nicht ausgelöst werden. Also doch nicht Gegenschlag, weil Gegenschlag wird ja ausgelöst. Ich werde aus der Gamma nicht ganz schlau. Aber wir nutzen mal den Wegpunkt und gehen ins Lager von Saan. Klingt sehr danach, dass Malachi was richtig Übles ist. Das glaube ich aber auch mittlerweile. Was heißt mittlerweile? Schon eine ganze Weile. Don't do anything I would. So, die Gems. Blasphemie kommt da rein, das brauchen wir. Unbarmherzigkeit. Stärken. Kolossales Lebensflächen. Ah ja, da fällt mir ein, was wir machen wollten. Dann haben wir noch eine Essenz. So, wir werden nämlich mal Hello. Zur Menagerie. Und dort das kolossale Lebensflächen mit Stüllung, glaube ich. Lass mich mal nochmal gucken. Magisches kolossales Lebensflächen der Stüllung. Fügt der Stüllung hinzu. First ones are watching Survivor. Don't disappoint a them. A worthy opponent. The ritual is complete. So, da haben wir das. Verarscht er mich jetzt? Wir haben das doch hergestellt. Original, das haben wir hergestellt. Tag, Dark Angel.
Wahrscheinlich müssen wir das komplett herstellen. Das fügt nur einen Modifikator hinzu. Können wir denn eine einzelne Flasche erstellen? Mann. Magisches, kolossales Lebensfläschchen der Stillung. Oh, jetzt leck mir doch. Leck mir hart. The first ones are watching Survivor. Don't disappoint them. Sind ein paar viele. Oh, shit, Alter. Erhaltet Prophezeiung, bis zu 5 neue. The first ones are watching Survivor. Don't disappoint them. Das ist so krass, Alter. Aber nice. Harter Shit, Alter. Richtig harter Shit. Hello. Stay out of the shadows. They bite. Weißt du ja nicht, was man zu sagen soll, Alter. Hat auch nichts zu erzählen. Eine Sache können wir jetzt noch machen, die noch offen ist. Und zwar dieses Ascendancy-Teil. You stand
before the gates of the Lord's Labyrinth. Within these walls, the Lady of Justice doth preside. She shall weigh your mind in one hand, your heart in the other. Should she find you wanting, death shall be your sentence. Should she find you worthy, you will be given the loyalty and love of an empire. The Lord's Labyrinth awaits you. Choose wisely, strike quickly, trust completely, and may you find the ending that you deserve. Okay, cool. Leute, für dich auf YouTube geht's schon in der nächsten Folge Path of Endgeil weiter, Alter. Hier im Livestream direkt im Anschluss. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und denk dran, ne? Ja, weißt du Bescheid, Alter. Weißt du Bescheid?